einige Verluste einstecken müssen nach Ben Bernankes Rede und auch nach dem Thema China und Finanzkrise und ja, Kreditklemme. Jetzt hat sich der DAX wieder etwas gefangen. Wie geht es denn jetzt weiter? In welche Richtung? Ja, guten Morgen, zunächst mal aus München. Wenn man sich den DAX anschaut, dann sieht man natürlich, dass seit dem Juni-Hoch doch relativ dynamisch der Weg nach unten beschritten worden ist. Was wir jetzt aktuell haben, ist eine Stabilisierung ziemlich genau in der 200-Tage-Linie. Das ist diese grünlich-blaue Linie, die man sieht. Die liegt bei 7.710 Punkten. Und das ist meines Erachtens schon so ein bisschen die Do-or-Die-Linie. Also entweder schaffen wir es jetzt von hier eine Erholungsbewegung zu starten oder geht dann nochmal ein Stockwerk tiefer. Ich glaube, kurzfristig, auch in Anbetracht der recht starken überverkauften Situation, haben wir eine realistische Chance, dass der DAX bis 7.960, 7.980 Punkte läuft. Mit etwas Glück können wir sogar einen Gap Close, also einen Schluss dieser Kurslücke erwarten. Das läuft dann im Bereich 8.060 Punkten. Aber mehr, glaube ich, ist nicht drin. Ich glaube, dass der DAX die Sommerkorrektur gestartet hat, die dann letztlich auch bis in den Herbst hineinreichen wird oder beziehungsweise bis in den späten Sommer, Ende August, Anfang September. Gilt das gleiche jetzt im Moment auch für den Dow Jones? Beim Dow Jones haben wir ein sehr ähnliches Bild, gleichwohl der Dow noch ein etwas weiter weg ist von seiner 200-Tage-Linie. Aber was man Amerika grundsätzlich sagen muss, ist, dass die Marktbreite, das sieht man im Bild in dieser Magenta-Linie, dass die Marktbreite doch in den letzten Wochen stark erodiert ist. Und das bedeutet eigentlich, dass der breite Markt einfach nicht mehr viel Aufschwung steht, sondern dass nur noch ein paar vereinzelte Aktien in den Markt halten. Also insofern würde ich hier mittelfristig auch keine Entwarnung geben. Ich glaube also auch hier, dass wir im Minimum 200-Tage-Linie anlaufen. Die liegt ziemlich exakt bei 14.000 Punkten. Vielleicht geht es auch beim Dow Jones noch ein bisschen tiefer. Ganz kurzfristig, also aus Sicht der nächsten 2, 3 Tage, ist hier eine Reaktion so mehr oder weniger überfällig, weil wir einfach deutlich überverkauft sind. Aber mittelfristig gilt hier das gleiche wie beim DAX, nämlich dass ich bis zum Frühherbst mit fallenden Kursen rechne. Also jetzt erstmal die Sommerflaute. Gibt es denn trotzdem einige Branchen, auf die man jetzt setzen könnte? Oder raten Sie doch eher, dass man das Ganze lieber von der Außenlinie aus betrachten sollte? Also von den Branchen her, was mir aufgefallen ist, ist einfach dass die Finanztitel, die Banktitel relativ gesehen etwas stärker sind. Wahrscheinlich auch, weil der Hintergrund der ist, dass die Zinsen am langen Ende nach oben gehen und die Zinsmarge deshalb steigt. Ansonsten ist das für mich jetzt eine relativ starke Branche. Recht ausgebombt werden im Moment gerade die Grundstoffe, also was mit Rohstoffen zu tun hat, ist praktisch das Gegenteil davon. Also wenn man hier antizyklisch investiert oder investieren will, dann hat man wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Möglichkeit und genauso ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach bei den Finanz- und bei den Banktiteln. Dann schauen wir doch gleich mal auf die Rohstoffe, auf Öl beispielsweise. Hier gab es ja doch einen deutlichen Rücksetzer. Glauben Sie, dass es noch mal weiter runtergeht? Ja, beim Öl haben wir auch hier seit Monaten, kann man eigentlich sagen, eine oszillierende Bewegung um die 200-Tage-Linie. Es geht mal drunter, es geht mal drüber. Also auch hier kann man eigentlich von einer trendlosen Phase sprechen, wenn man jetzt die letzten ein paar Monate sich anschaut, 4, 5 Monate. Ich würde ein Trendsignal erst dann ausrufen wollen, wenn der Ölpreis über ja rund $100 wieder nach oben ausbricht. Ansonsten sind wir jetzt gestern, vorgestern, die letzten 3 Tage erneut wieder auf der 200-Tage-Linie herumgedümpelt. Also der Ölmarkt ist für mich im Moment kein Investment. Es ist eher was für Trader, die einfach dieses Zickzack um die 200-Tage-Linie spielen möchten. Die läuft aktuell bei $94. Aber auch hier glaube ich jetzt im Moment aktuell nicht eine größere Trendbewegung, sondern ich glaube, dass dieser Seitwärtsmarkt weiter anhalten wird. Dann schauen wir uns mal Gold und Silber an. Vielleicht ist hier der Trend doch ein bisschen einheitlicher oder deutlicher. Nachdem Ben Bernanke ja gesagt hat, dass die quantitativen Lockerungen doch auslaufen könnten, ist Gold ziemlich unter Druck geraten. Wie geht's denn da weiter? Ja, Goldmarkt ist ein extrem schwacher Markt. Das ist wirklich ein extrem schwacher Markt. Also im Fall kann man jetzt eigentlich auch branchenweit schauen oder Indizes miteinander vergleichen. Der Goldmarkt sticht in puncto relativer Schwäche hervor. Wir sind jetzt aus einem Dreieck, was durchaus so eine leicht konstruktive Note auch hatte, nach unten ausgebrochen und sind aktuell, der Chart hier zeigt jetzt noch einen Kurs von 1275, aber wir sind heute Morgen schon wieder $20 tiefer. Mein Kursziel für den Goldpreis ist 1224. Das wäre ein ideales Kursziel.
nachdem wir dieses Dreieck nach unten verlassen haben. Es wäre dann überfällig meines Erachtens, dass der Goldpreis eine Erholungsbewegung startet. Aber auch hier mittelfristig bleibt das Bild ganz klar negativ und ich glaube auch am Goldpreis, dass wir in diesem Jahr nochmal auf die 1000 Dollar fallen werden. Also kurzfristig im Bereich 12,24 wäre für mich sowas für Antizykliker, aber mittelfristig sollte man vom Gold nach wie vor die Finger lassen. Gilt das gleiche auch für Silber? Ja, Silber und Gold sind ja zwei Brüder im Geiste, zumindest mal zwei Edelmetalle. Was mir bei Silber und Gold aufgefallen ist, ist eigentlich die Bewegung des sogenannten Spreads. Also wenn man praktisch den Goldpreis ausdrückt in Unzen Silber, das sieht man in dieser gelben Linie. Und diese gelbe Linie unten, die hat so eine rote Mittellinie. Das ist die Marke von 58. Also mit anderen Worten, 58 Unzen Silber muss man zahlen, damit man eine Unze Gold erwerben kann. Und immer wenn dieser Spread also nach oben geht, nach oben zieht, ist es schwach für den gesamten Edelmetallsektor. Es ist ein schlechtes Zeichen für den Edelmetallsektor. Und deshalb gilt es auch für Silber das gleiche wie bei Gold. Bei Silber könnte ich mir vorstellen, dass man nicht allzu langer Zeit die Marke von 15 Dollar ansteuert. Aktuell sind wir bei 19 Dollar. Aber solange dieser Spread nicht umkehrt, nicht nach unten dreht, glaube ich auch nicht an einen Revival des Edelmetallsektors, sondern ich glaube, dass der Trend weiter abwärts laufen wird. Also auch für die Rohstoffe sieht es im Moment nicht ganz so positiv aus. Heiko Seibel, Dankeschön für diese Einschätzung. Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss.